Jacke zu machen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, wir ziehen uns gerade an, denn wir wollen heute so ein bisschen Krimskrams-Zeugs einkaufen. Und ich finde, das kann man immer am besten entweder am Kick oder am Teddy. Und wir haben uns heute für den Kick entschieden. Und da haben wir gedacht, wir nehmen euch dann einfach gleich mal mit. Und ja, viel Spaß jetzt, würde ich sagen, mit dem Video. Möchtest du einen Würfel? Möchtest du einen Klapperwürfel? Ihr seht, wir sind wieder zu Hause. Wir sind jetzt hier gerade in der Küche. Hier ist gerade eigentlich ganz gutes Licht, deswegen dachte ich, ich setze mich jetzt einfach noch hierher und zeige euch den Einkauf einfach nochmal komplett, denn manches konnte ich einfach nicht so abfilmen. Es laufen immer wieder Leute rum und da wollte ich jetzt nicht unbedingt so die Kamera draufhalten. Deswegen dachte ich, ich zeige euch jetzt einfach den kompletten Einkauf hier nochmal. Und ja, ich hoffe, es stört nicht, dass wir jetzt hier in der Küche sitzen. Ich greife jetzt hier einfach wild in die Tüte rein und zeige euch das. Da haben wir als erstes eine Babydecke. Die hat gekostet 7,99 und natürlich in rosa mit einem kleinen süßen Häschen drauf. Voll niedlich. Dann haben wir ein kleines Weihnachtsbäumchen geshoppt und zwar hat das gekostet 1,99. Und noch ein rosa Bäumchen, das war auch 1,99. Und ich habe mich gleich noch entschieden, dass wir, auch wenn jetzt hier Gold dran ist, dass wir dieses Jahr rosa Silber dekorieren. Ja, habe ich mich einfach direkt so entschieden, als ich das gesehen habe, weil ich das total süß fand. Und ja, da musste ich das unbedingt mitnehmen. Und wir sind jetzt nun mal zwei Mädels, also passt das ja mit rosa. Noch so ein paar Kugeln, verschiedene Rosatöne würde ich jetzt sagen. Und auch verschiedene Größen, einfach so zum Dekorieren für den Tisch, dachte ich. 2,99 haben wir. Haben wir noch hier einen Klapperwürfel, der war 2,99. Und noch mehr Deko-Zeugs. Ich hoffe, man sieht es, das glitzert extrem doll. Deswegen will ich das jetzt gerade auch nicht auspacken, weil ja, reicht schon, wenn das hier hinten so viel glitzert. Und das hat gekostet 1,99. Und ich werde das, denke ich, mal wieder kürzen, weil das steckt man eigentlich normalerweise irgendwie in eine Vase oder so.
Ich werde das wieder kürzen und dann werde ich das einfach so auf den Tisch stellen. Noch ein Bäumchen. Wie gesagt, der war 1,99. Und wer mein Weihnachtskalender-Video gesehen hat, da habe ich die auch schon benutzt. Und ja, da ich die ja da verbastelt habe, brauchte ich mal wieder ein paar neue Bäumchen. Und ja, jetzt gab es die wieder, musste ich die natürlich gleich wieder neu kaufen. Dann noch was zum Dekorieren, auch für den Tisch, habe ich so gedacht. Und das war 1 Euro gewesen. Dann brauchte ich unbedingt solche Körbe hier, einfach ja, um im Schrank was gut zu verstauen. Macht sich immer ganz gut, wenn man dann so Körbe hat, finde ich. Und die waren jeweils 1 Euro gewesen. Dann haben wir noch Aufkleber gekauft. Die habe ich jetzt schon aus der Folie rausgeholt. Die kleineren waren 79 Cent und die waren 1 Euro gewesen. Die brauchen wir für unser Babyheft. Ja, wenn ihr da genaueres wissen wollt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann zeige ich euch das einfach mal. Und dann haben wir noch ein paar kleine Handtücher gekauft. Die waren auch jeweils 1 Euro gewesen. Ein Schlafsack fand ich auch ganz süß. Der ist auch total weich. War auch so ein Spontankauf. Der war 9,99 gewesen. In Babyzeugs waren wir eigentlich gar nicht unterwegs, aber ja, irgendwie konnte ich da nicht dran vorbeigehen. Dann habe ich hier so einen süßen Plüschanzug, wie man sieht. Und zwar wollen wir den nutzen. 12,99 war der übrigens. Wenn wir sie in die Autoschale einfach reinsetzen, dann brauchen wir da nicht noch irgendwie eine Decke drum tun im Winter oder so, sondern dann ziehen wir sie halt warm an, ganz normal, und dann ja, stecken wir sie einfach hier rein, braucht man nicht noch 100 Decken oder so mitnehmen. Der Winter lässt ja bei uns immer auf sich warten und meistens kommt er ja nicht im Dezember, sondern erst Januar, Februar oder so. Ja, deswegen haben wir den ein bisschen größer schon gekauft. Und dann haben wir noch jede Menge Bodies mitgenommen. Weil wir die einfach immer drunter ziehen. Also wir haben jeden Tag ein Body drunter und machen den auch jeden Tag dreckig. Und ja, man sieht ja den Body einfach unten drunter nicht. Die waren jeweils übrigens 1,99 gewesen. Ja, und so ein Body ist eigentlich total egal, wie der aussieht. Hauptsache, der wärmt ein bisschen und ja. Ja, alle waren wie gesagt 1,99 gewesen und noch ein ganz schlichter, einfacher weiter. Und ein Teil haben wir noch und da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen, fand der jetzt einfach so süß, passt zwar jetzt gerade nicht zur Jahreszeit, aber egal. Und zwar ist das dieses süße Kleidchen hier. Kleidchen, keine Ahnung, sieht man es als Kleidchen an? Ich glaube schon. Ich fand das einfach so süß mit den Schleifen hier dran, ne? Total niedlich. Und das war 1 Euro nur gewesen und ja, ich dachte, es muss einfach mit. Das kann man einfach ja auch so irgendwie drüber ziehen, über wärmere Sachen, dachte ich. Habe es auch ein bisschen größer genommen, also das passt, denke ich, auch schon. Man das dann einfach über irgendwas Warmes drüber zieht. Ja, konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen, musste ich irgendwie. Ja, das war es jetzt auch schon mit dem Einkauf. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß heute am Video. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon Weihnachtsdeko-Zeug geshoppt habt. Und wenn ja, welche Farbe ihr dieses Jahr dekoriert. Das würde mich auch mal total interessieren. Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann, genau, ganz bald im nächsten Video. Bis bald, ihr Lieben. Ciao!